trägt Johannes Schmitzig uns in die Kurve hinein. Wenn sie nochmal diese Läufer hier bei uns vorbeikommen, dann sind nur noch zwei Runden zurückzulegen und immer noch führt ein Deutscher. Ich erkenne es jetzt nicht, weit auf die Nonda über 90 Meter Entfernung. Ist es nun der deutsche Luft oder ist es der deutsche Lammert? Zwei Deutsche sind von vorne, jawohl. Luke und Lammert führen das Feld an. Dann kommt der Wiener Johansson, aber vorhin, ganz knapp vorhin, schließlich heute Finnlands letzte große Hoffnung. Es geht in die letzte Runde und der deutsche Lux liegt an der Spitze und dann kommt die Nummer 406, es ist der Luxemburger Barthel, aber kurz dahinter kommt Finnlands große Hoffnung Johansson und dann kommt der Norweger Bolten, dann kommt der Franzose, der sich jetzt immer weiter nach vorne geht. Für das kleine Luxemburg und das war Barthel, mit dem Mann, mit dem wir an und für sich gar nicht gerechnet hätten. Während die Olympia-Fanfare zur Siegerehrung ruft, erfahren wir die Zeit. Sieger und damit Gewinner der goldenen Medaille ist der Luxemburger Barthel mit 3 Minuten 45,2 Sekunden.